Hallo zusammen, ich habe hier eine Sundancer SDR 225. Das ist eine dick isolierte Truhe, mache ich euch einen Link dazu. Aber diese Kühltruhe hat hier Leistung. Wir haben hier unten einen anderen Regler eingebaut, weil der Standardregler ist ein mechanischer, der funktioniert eigentlich nur so. Und wir haben hinten ein kurzes Anschlusskabel und gehen hier auf diese Kühlbox, Batteriebox. Ich stecke die mal ein und wir sehen dann hier, haben wir jetzt innen drin eine Temperatur von, ich sag mal, knapp 19 Grad bei der Kamera. Das ist eine Sony, da blinkt die Anzeige, also liegt rein an der Kamera. Und ich habe hier ein Voltmeter, Ampermeter, einschalten auf AC. Und wir messen hier die Stromaufnahme. Und ihr seht, dieser Kompressor, der braucht um die 12 Ampere Strom. Bei 13 Volt, das sind dann um die 140, 150 Watt. Aber das ist gar nicht so das Thema. Wir gehen hier runter mit dem Kompressor auf Temperaturen von etwa minus 40 Grad in dieser Kühlbox drin. Klar, bei hohen Außentemperaturen nicht. Da schaffen wir bei plus 50 Grad nur noch etwa die minus 30. Aber das ist dann auch schon relativ gut. Dieser Kompressor hier, das ist ein Seccob BD180. Das ist ein Projektname. Den könnt ihr nicht kaufen. Den könnt ihr nur geschenkt kriegen von Seccob. Dieser Kompressor hat eine Spitzendrehzahl von 4400 Umdrehungen, hat einen sehr hohen Hubraum, ohne Gewehr irgendwo 3,5 Kubik. Und es gibt den Kompressor nicht zu kaufen, das ist ein Prototyp. Wir verarbeiten ja sehr viel Prototypen. Aber wenn wir diese Leistung wollen, brauchen wir auch ein bisschen stärkere Kompressoren. Wir können hier warten, es braucht etwa eine Stunde, bis die Truhe unter minus 30 Grad ist, was Zieltemperatur ist von dieser Truhe bei 220 Liter Nutzvolumen. Starke Kühlmaschinen gibt es, es gibt noch stärkere, aber für diese Anwendung, auch die tiefen Temperaturen, reicht dieser BD180. Er läuft hier rein ab dieser Batteriebox. Hier ist eigentlich nur eine 100 Ampere Lithium-Batterie drin. Ihr kriegt bei uns die Box, ihr kriegt bei uns Batterien. Ihr kriegt auch solche Truhen, wenn ihr irgendwas Spezielles sucht. Hier mache ich euch den Link zur normalen Sundancer, also die Standardversion, die sehr wenig Strom braucht, die auch nur als Kühlschrank funktioniert, aber mit Stromverbräuchen aufwarten lässt, die kaum ein anderes Gerät erreicht. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.